So, liebe Freunde, heute habe ich mal euch mitgebracht hier in mein privates Büro, hier in mein Privathaus. Das ist der Raum, wo ich dann immer kreativ tätig bin. Das hier ist mal so ein kleiner Bereich der vielen Bücher, ich glaube über 3000, die ich mittlerweile gelesen habe. Das ist übrigens ein Bild von meinem Sohn und da, wenn ich hier am Schreibtisch sitze, kann ich immer genau hier auf dieses Bild schauen. Rote Farbe als Grundmotiv gibt mir immer sehr, sehr viel Energie, habe ich extra hier dort hinten eben ausgestellt. Ja, also hier haben wir einen Teil der Bücher und wir gehen mal ein bisschen nach hinten. Und da zeige ich euch mal, was ich für euch mitgebracht habe, nämlich die 5 wichtigsten Bücher, die dein Leben für immer verändern werden. Zumindest haben sie das in meinem Leben getan. Und das allererste Buch, das ich überhaupt über Weiterbildung las, das war hier dieses Buch von Dale Carnegie, Sorge dich nicht, lebe. Wenn du meine Geschichte kennst, beziehungsweise wenn du schon in den Power Days warst, kennst du die Geschichte. Ich war 21, 22 und ich war fast pleite. Ich hatte aus 4 Geschäften ein Geschäft gerade eben noch retten können, ein kleines Fitnessstudio, hatte 1 Million Mark, fast 1 Million Mark privater Schulden, bei damals 9% Schuldzinsen und ich konnte meine Rechnung nicht mehr bezahlen. Und eines Tages kommt der Gerichtsvollzieher bei mir ins Haus, beziehungsweise bei meinen Eltern, ich musste noch zu Hause wohnen und das war der Tiefpunkt und ich musste abends dann Mama und Papa beichten, dass ich quasi pleite bin und ich werde nie die entsetzten Gesichter und die Enttäuschung in ihren Gesichtern vergessen, als ich es damals ihnen eben sagen musste. Und eine Woche später war der Tiefpunkt, ich hatte kein Geld mehr, um meinen Tank zu füllen, aber ich habe mich nicht getraut, meiner Mutter reinen Wein einzuschenken. Ich habe dann gesagt, ich habe meinen Geldbeutel vergessen im Fitnessstudio und ich kann nicht tanken, ob sie mir 100 Mark leihen würde. Ich würde es ihr dann nächste Woche wieder geben. Und sie guckt mich an und sie hat genau gewusst, wahrscheinlich stimmt es nicht. Gab mir aber die 100 Mark und ich habe dann getankt und mit 50 Mark war der Tank damals voll und bin durch Schweinfurt gelaufen und laufe an einer Buchhandlung vorbei. Und dort war gerade eben in einem Schaufenster wurden Lebenshilfebücher ausgestellt, unter anderem dieses Buch Sorge dich nicht lebe. Und ich denke mir noch, ja, sorg dich nicht lebe, klar, hast 1 Million Schulden und der Gerichtsvollzieher kommt beim Eltern ins Haus und ich muss meine Mutter anschwindeln, um 100 Mark zu bekommen, um meinen Tank zu füllen. Ich bin de facto pleite, aber mach dir keine Sorgen, leb einfach. Und dann laufe ich weiter und ich komme dann nach einer halben Stunde wieder zurück und irgendwas hat mich hineingezogen in diese Buchhandlung. Ich kaufte mir dieses Buch damals für 29 Mark und 80 Pfennig und jetzt habe ich noch 20 Mark Wechselgeld und bin seit einem halben Jahr wieder mal in eine Eisdiele gegangen von meinem guten Freund Natalino und habe mir einen Cappuccino bestellt und er hat sich riesig gefreut, dass ich wieder mal da bin und ich habe angefangen, dieses Buch hier zu lesen und lese in diesem Buch und habe schon so 30, 40 Seiten gelesen, als Natalino nach 20 Minuten mich fragt, und magst du noch einen zweiten Cappuccino? Und ich wollte schon sagen, nein, denn ich hatte ja kein Geld, aber irgendwie haben die 40 Seiten schon gewirkt. Und ich sage, eigentlich hatte Dale Carnegie nicht ganz Unrecht. Ob ich jetzt mit 1 Million Mark pleite gehe oder mit 1 Million und 2 Mark, ist jetzt auch schon egal. Bring mir noch ein Cappuccino. Und dann habe ich dieses Buch in 24 Stunden durchgelesen und es hat mein Leben für immer verändert. Das zweite Buch, was ich mir dann damals gleich sofort eine Woche später gekauft habe, war dann dieses Buch von Napoleon Hill, Denke nach und werde reich. Und Napoleon Hill war ein Journalist, der von einem sehr, sehr reichen Menschen, nämlich dem Stahlmagnaten Andrew Carnegie, einem Schotten, der übrigens der erste Milliardär in der Geschichte der Menschheit war, einen Auftrag bekam, nämlich er sollte die 500 erfolgreichsten Amerikaner ihrer Zeit interviewen und zwar mit der Frage, was hat euch erfolgreich gemacht, was waren eure Erfolgsstrategien? Und er hat dazu 20 Jahre Zeit benötigt, bis er diese 500 Persönlichkeiten interviewen konnte. Darunter waren 4 US-Präsidenten, es war Thomas Alva Edison, der geniale Erfinder, Henry Ford, der Automobilkönig, John D. Rockefeller, der damals reichste Mann der Welt, Andrew Carnegie selber und viele, viele andere erfolgreiche Menschen. Und aus den Antworten, wie sie erfolgreich wurden, erstellte er dieses Buch, nämlich die 13 Gesetze des Erfolgs. Und die habe ich verschlungen. Ich habe sie mir aufgeschrieben. Ich habe sie auswendig gelernt. Ich habe sie mir jeden Tag vor dem Badezimmerspiegel, habe ich sie mir per Autosuggestion eingepflanzt hier oben. Und unbewusst, ohne es zu merken, habe ich mehr und mehr nach diesen Erfolgsgesetzen gedacht, entschieden und dann auch gehandelt.
Ein weiteres Buch, das ich dir ans Herz legen möchte, ist von jemandem, den ich dann im Jahr 1990 kennenlernte, über einen damaligen Mitarbeiter in meiner Inline-Unternehmensberatung, dem lieben Paul Unterberg, meinem späteren Nachfolger. Und er hat gesagt, Mensch, fahr doch mal zum Nikolaus B. Enkelmann. Der hat ganz tolle Seminare mit tollen Inhalten. Und ich frage ihn, was genau macht er denn dort? Und er konnte es mir nicht erklären. Er sagt, fahr einfach hin. Und ich bin hingefahren und habe dann bei ihm damals 1990 mein erstes Seminar bei ihm gemacht. Und natürlich dann seine ganzen Bücher gekauft. Und wenn man einfach mal hier in der Kamera das Ganze zeigen kann, ist auch noch mit einer persönlichen Widmung vom Enkelmann damals. Also diese Bücher, die habe ich nicht einfach durchgelesen, sondern das siehst du hier, da habe ich also unterstrichen, da habe ich also hier zum Beispiel ein Fragezeichen reingemacht, also da habe ich auch meine Sachen hineingeschrieben. Also das ist richtig durchgearbeitet, dieses Buch, habe ich mehrmals durchgelesen, durchgearbeitet und habe seine 14 Gesetze der Lebensentfaltung verinnerlicht. Ein weiteres Buch, das vierte in dieser Reihe, das ich dir empfehlen möchte, ist von meinem guten Kollegen und ich kann auch sagen Freund Brian Tracy aus den USA, einem der erfolgreichsten Trainer der Welt, mit dem ich auch zusammen übrigens schon Seminare veranstaltet habe und wo wir auch ein Produkt über Verkaufen erstellt haben, das es bei uns im Shop übrigens auch gibt. Und eines seiner Hauptbücher ist hier dieses Buch, der Luck-Faktor, das heißt die Gesetze des Erfolgs. Und auch dieses Buch, also das ist mit allen meinen Büchern, die sind hier richtig, schau her, schlag's mal wahllos auf, da die wichtigen Passagen unterstreiche ich. Ich habe hier nochmal meine Anmerkungen hineingeschrieben. Das ist praktisch hier auf jeder Seite hier. Also ich arbeite meine Bücher durch, ich lese die nicht durch als Gute-Nacht-Lektüre, sondern die wichtigen Passagen werden unterstrichen. Und wenn ich etwas ganz Wichtiges habe, dann mache ich oft ein Eselsohr hier oben hinein. Das sieht man dann zum Beispiel hier. Da kommt dann hier so ein Eselsohr hinein. Das war so eine Seite gewesen. Das schaut dann so aus. Und auch diese nächste Seite war auch ein Eselsohr. Und dann kommt das Buch dann zu einem Mitarbeiter. Und der muss alle Seiten, wo so ein Eselsohr ist, muss der herauskopieren. Weil mit diesen Seiten und mit diesen Inhalten arbeite ich dann weiter. Ja, und das fünfte Buch ist eine Biografie, eine Autobiografie. Das hier zum Beispiel sind alles Autobiografien, ein Teil. Ich habe einen Teil mittlerweile auslagern müssen, weil ich hier keine 3000 Bücher hier mehr lagern kann. Aber die wichtigsten Bücher, die wichtigsten auch Biografien habe ich hier. Und das für mich allerbeste Buch, was eine Autobiografie betrifft, ist von Arnold Schwarzenegger, Total Recall. Und wer damals im Dezember 2018 in der Münchner Olympiahalle dabei war, beim Power Weekend, der hat ihn als Stargast erlebt und er hat in seinem Vortrag Stay Hungry seine 5 Erfolgsregeln vorgestellt, die ihn zum erstmal erfolgreichsten Bodybuilder aller Zeiten machten, den dann zum bestbezahltesten Schauspieler Hollywoods machten und schließlich sogar zum zweifachen gewählten Gouverneur von Kalifornien. Und unglaublich faszinierend und vor allen Dingen alles, was ich als Erfolgsstrategien in meinen Seminaren propagiere, ist hier vorhanden. Also er hat positiv visualisiert, er hat die Autosuggestion angewendet, er hat groß gedacht, think big, er hat niemals aufgegeben, hat sich niemals von anderen beirren lassen und all diese Erfolgsstrategien, die ich in meinen Seminaren weitergebe, sind hier in seiner Autobiografie beschrieben. Ich liebe Autobiografien, denn wenn ich lese, wie andere Menschen es geschafft haben, aber auch welche Schwierigkeiten sie hatten, welche Rückschläge sie hatten, wie sie wieder aufgestanden sind, wie sie am Ende schließlich mega erfolgreich waren und was ihre Strategien dafür waren, das ist genau das Wissen, das ich benötigt habe, um selber erfolgreich zu werden und das ich dir dringend ans Herz lege. Also, das waren mal 5 von 3000 Büchern und schreib mir doch mal einen Kommentar, ob dir so etwas gefällt, was wir gerade als Beitrag machen, weil dann würde ich in Zukunft in einer Serie immer wieder einmal 5 weitere Bücher herausgreifen und dir ans Herz legen, Büchern, von denen ich überzeugt bin, dass sie dir auch helfen, ein erfolgreicheres und glückliches Leben zu führen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Jürgen. Ciao.